Du suchst eine neue Relative-Anzeige, brauchst ein übersichtliches HUD, bei dem keine Informationen fehlen oder suchst nach einem guten Spritrechner? Dann habe ich da was für dich. Heute zeige ich dir meine Top-Apps für Assetto Corsa, die ich selbst auch nutze und wo ihr diese runterladen könnt. Hi, herzlich willkommen auf dem Channel. Mein Name ist Champion Joe, ich bin Vorsitzender des Assetto Corsa Fanclub Clubs, so doof es auch klingt, und heute habe ich meine Lieblingsmods im Gepäck, die dein Spielerlebnis besser machen sollen. Und wir starten auch gleich rein mit einer der wohl besten und auch wichtigsten Apps auf dem Markt, den Race Essentials. Die benutze ich tatsächlich noch gar nicht so lange, aber seit ich die habe, will ich sie nicht mehr missen, weil die einfach so praktisch sind. Man sieht die Ganganzeige, RPM, aktuelle Rundenzeiten, Delta, Reifendrücke und Temperatur, Sprit inklusive Spritberechnung und natürlich dann auch noch die aktuelle Position und vieles, vieles mehr. Also, wer seinen Screen so ein bisschen befreien möchte von diesen tausenden verschiedenen Anzeigen, links und rechts, sie alles zugleistern, der wird Race Essentials wirklich lieben. Leider hat der Modder Topus die Mod eingestellt und die findet man auch nicht mehr auf Race Department, aber Wally M. hat das Ding übernommen und fortgeführt und sogar noch verbessert und das Teil findet man im Assetto Corsa Forum. Link habe ich euch unten in der Videobeschreibung, kann man sich da kostenlos runterladen. Richtig geiles Teil. Und wenn du noch gar nicht weißt, wie man in Assetto Corsa überhaupt Mods installiert, dann klick hier oben aufs i, da kommt ihr zu einem Video von mir, wo ich erkläre, wie man mit 3 Klicks Mods installieren kann. Aber die Race Essentials, die haben auch einen kleinen entscheidenden Nachteil. Das Ding ist ganz schön fett, damit auch alle Infos drauf passen, logisch. Aber wer es ein bisschen schlanker lieber mag, der greift zu Topus seiner neuen Mod, dem Sidekick. Und die Sidekick-App, die kann zwar nicht alle Infos auf einmal anzeigen, weil sie zu schmal dafür ist, aber die einzelnen Elemente, die lassen sich individuell einstellen und durch Klicken verändern. Und wie ich finde, ist das mit die beste Alternative zu den Race Essentials und vor allem für VR-Spieler, glaube ich, mega geil, weil es halt nicht so viel krass Platz einnimmt und somit die Immersion dann auch erhalten bleibt. Freunde, was sage ich immer, ist am wichtigsten im Racing? Na klar, ein Like gleich ein Downforce. Ich meine Sicherheit. Sicherheit ist am wichtigsten. Und die nächste App, die ich euch zeigen will, die garantiert, dass ihr auch ganz sicher durch die erste Runde kommt. Heli Corsa heißt dieses K-Radar, das ihr jetzt da in der Mitte seht, bei dem man die Autos in seiner Nähe in einem Radius kompakt angezeigt bekommt. Wirklich eine richtig feine Sache und die einfachste Variante, um auf einem kleinen Bildschirm trotzdem den Überblick zu bewahren. Die näher kommenden Autos, die sieht man dann auch farblich markiert, je näher sie einem kommen, was das Ganze eigentlich idiotensicher macht. Und neben Heli Corsa gibt es dann auch noch eine Alternative, die heißt K-Radar. Das ist vom Prinzip genau die gleiche App oder eine sehr ähnliche App. Man kann auch ein paar Dinge mehr einstellen und man sieht die Position der gegnerischen Fahrzeuge nicht nur rechtwinklig zueinander, sondern auch, wenn das Fahrzeug so ein bisschen eingedreht ist. Ob das dann besser ist oder nicht, das müsst ihr selber entscheiden. Ich habe die noch nicht so viel getestet, das war jetzt für das Video das erste Mal. Fand ich eigentlich ganz geil. Schaut euch einfach am besten beide an, Heli Corsa und K-Radar, und entscheidet selber, welche ihr besser findet. Aber wenn sogar ACC das Konzept sich einfach klaut oder den Modder dafür entlohnt hat, ich weiß es nicht, kann das auf jeden Fall nicht so schlecht sein. In ACC gibt es zum Beispiel auch das klassische Heli Corsa. So Freunde, und als nächstes kommen dann zwei Apps, die sich viele von euch gewünscht haben, dass ich die mal vorstelle, denn die werden in der Champions A-League gefeatured, unserer eigenen Rennliga. Und bei der Champions A-League, da stehen immer zwei Apps im Mittelpunkt. Zum einen Substanding von Megadeth 44, ja, der ist wirklich so, und ACTV von Brunn. Beides sehr, sehr geile Rennstandings anzeigen, welche beide individualisierbar sind und für unterschiedlichste Zwecke eigentlich genutzt werden sollten. Substanding ist für mich, wenn ich selbst fahre, einfach das Go-To-Relative-Tool, das ich haben will. Das zeigt mir alle Gegner auf der Strecke an, welchen Abstand ich zu ihnen habe. Ist nichts Weltbewegendes, nein, aber genau das ist es, was du als Fahrer brauchst. Schnelle Info, ob man zum Vordermann aufholt oder eben Zeit verliert. Und die andere App, das ist ACTV, die ist vor allem für Broadcasting gut. Vor unserem Main Event in der Champions A-League kommt hier immer die Open Lobby, ein Rennen, wo ihr mitfahren dürft, wo jeder mitfahren darf und wo man dann immer ein bisschen schauen möchte, wie gut sind unsere Fahrer, die in der Open Lobby mitmachen, und haben die das Zeug, in der Hauptlobby mitzufahren, und ich kommentiere dann immer den Spaß, und dafür ist ACTV dann wirklich richtig, richtig geil, super leicht zu bedienen. Die Anzeige ist auch in seiner Größe und in seinen Funktionen komplett einstellbar, was super geil ist, und man sieht dann zum Beispiel hier die Fahrernamen, und wenn man draufdrückt, wechselt das dann automatisch die Kamera
zu dem Spieler und rechnet dann auch in Echtzeit immer die Zeitabstände der Autos aus, weshalb man genau weiß, wo man hinspringen muss zum Casten. Richtig super. Und so verpasst man dann auch nichts, wenn es dann mal richtig spannend wird. 2 Minuten noch, Sven geht vorbei am Cem-Flumi, Max mit dem krassen Verbremser, nachdem Darius ein bisschen den Reifen hat stehen lassen. Ganz wilder Dreikampf hier. Und da gibt's sofort den Gegenangriff von Max. Side by side. Boah, erstmal einen Schluck trinken, das ist so spannend. Max hat die Innenseite, müsste sich da durchsetzen können. Sven steckt aber nicht zurück und zieht voll durch. Schön gemacht. Wenn du kein Rennen der Champions A-League verpassen willst oder mal selber mitfahren möchtest mit uns, dann vergiss nicht zu abonnieren, damit du kein Event verpasst. Aber wir machen direkt weiter mit der nächsten Must-Have-Mod und das ist mein bevorzugter Spritrechner. Und ich habe das Teil sogar schon mal hier auf dem Channel in dem Video vorgestellt. CBV Fuel Calc heißt der Rechner und das ist wirklich ein sehr einfaches, aber geniales Tool, um nie wieder mit leerem Tank über die Ziellinie fahren zu müssen. Man kann bei der App einstellen, wie viele Runden ein Rennen geht oder wahlweise wie lange, also in Zeit, ein Rennen geht. Man kann extra Runden dazu rechnen und sogar die Spritverbräuche für Autos und Strecken speichern, damit man, wenn man eine neue Session in dem gleichen Fahrzeug auf der gleichen Strecke nochmal startet, nicht wieder erst ein paar Runden drehen muss, bis Infos in der App ankommen, sondern die sind dann schon gespeichert und man weiß direkt den Durchschnittsverbrauch. Wirklich, wirklich clever, auch sehr intuitiv zu bedienen. Und das Teil ist einfach vor dem Rennen praktisch, aber auch während dem Rennen ganz interessant, weil man dann gut sehen kann, wie viel Sprit man noch hat, wie viel man eventuell noch nachtanken muss, etc. pp. Also wirklich sehr, sehr gute App, kann ich nur empfehlen. CBV Fuel Calc, Link in der Videobeschreibung. Welche Apps fehlen da noch eurer Meinung nach? Schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare rein. Vielleicht brauchen wir ein paar zwei, wenn da noch ein paar geniale dabei sind. Aber ansonsten war es das für heute. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao!